Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter Online. Und wir befinden uns immer noch im Tutorial. Wir lesen uns hier alles durch, was es gibt und lachen uns dabei einen Ast ab, weil wir ein Tierheim sind. Und wir stellen momentan eine Truppe zusammen, unsere allererste Truppe. Wir wissen leider noch nicht, ob wir irgendwelche Namen vergeben können etc. pp. Und kann ich meine Hand irgendwie bisschen länger machen? Das ist mein Gestell. Ich muss dieses Gestell umplanen. Ich muss umplanen, dass es von der Seite kommt vielleicht. Mal gucken. Ich will ja eh mein Arbeitszimmer hier umbauen. Also das wird sowieso alles verändert. Höchstwahrscheinlich wird sich auch das Greenscreen entfernen eines Tages. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Mal gucken. Wir schauen mal, wie das Ganze wird. Also ich will jetzt hier noch nichts versprechen. Aber ich habe irgendwie langsam den Greenscreen satt. Ich will irgendwie Hintergrund hier und da. Mal gucken. Ja, jedenfalls, wir stellen eine Truppe zusammen. Diese Troller. Und dann bestätigen wir. Ihr geht anscheinend alleine auf Jagd. Ja, da sieht man, dass die Chinesen da mitgewirkt haben. Fight! Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Oh, was hast du mir zu sagen, Vibe? Spuck's aus. Schauen Sie sich die Informationen zum Kampf an. Ich glaube, Sie haben ein... Was ist das? Haben wir da, verarscht du mich gerade? Haben wir doch schon. Achtung, jetzt befinden wir uns in einer unbekannten Umgebung. Vermeiden Sie es also, sich willkürlich zu bewegen. Und sehen Sie sich die Situation an. Raumaktion, wie das Betreten des Raumes neben uns. Alles klar, wir sind in ein Nest eingestiegen. Und in diesem Nest ist einfach eine andere Vault. Aber nicht wirklich groß. Okay, gehen wir mal hier durch. Es leckt nicht mehr. Ich habe das vor einem Monat probiert zu spielen. Und es hat geleckt ohne Ende. Da habe ich mich erstmal darauf fokussiert, das Programm zusammen zu schnipseln. So. Und dann habe ich erstmal meinen Urlaub genossen. Also Anfang meines Urlaubs, also das heißt vor 3 Wochen, war bereits alles fertig. Aber ich wollte einfach meinen Urlaub noch genießen. Also wundert euch nicht. Hast du es gesehen? Wir können immer die Bewegungen benachbarter Räume sehen. Ruhig, indem Sie die Situation des angrenzenden Raums verstehen und mit dem nächsten Fortfahren gehen Sie... Das ist die Grundvoraussetzung, meine Umgebung zu erkunden. Kragen. Was? Kragen? Was soll denn das letzte Wort? Oh, völlig random. Kragen. Ich glaube, die hat ein Tourette-Syndrom. Kragen. So. Betreten Sie den Korridor. Wir können wissen, wohin der Korridor führt. Einige Fußböden lassen sich uns das Stockwerk auswählen, um anzukommen und fortzufahren. Entdecken Sie. Alles klar. Wir können in benachbarte Räume und einige Räume dienen dazu, dass wir auch runtergehen können. Wie zum Beispiel hier. Ein Red Skorpion. Mein Gott. Die sehen auch noch richtig gut aus. Achtung, es gibt mutierte Kreaturen vor uns, die uns blockieren, aber den Bezirk... Ist klar. Die blockieren uns, aber den Bezirk nicht. Einige Bugs im Distrikt sind kein Problem. Gehen wir rein. Zeit für einen Kampf. Bam. Rakete! Hä? Achso, da füllt sich langsam, oder? Füllt sich das? Tatsächlich. Wir haben Spezialmoves, Leute. Spezialmoves! Alter, bringt das nach Westen! Im Verlauf des Kampfes werden wir den Kampfgeist voll entfalten. Vote! Dies ist die Zeit, um Kampffähigkeiten freizugeben. Alter, Bethesda, bring das zum westlichen Markt! Was ist denn los mit euch? Zeit für eine Rakete. 40. Und besiegt. Ja, was ist denn los mit Bethesda? Wollen die, dass die anderen keinen Spaß haben? Wollen die das nur, dass die Chinesen Spaß haben und wir nicht? Oh. Beute? Oder was heißt das? Hallo. Übersetzung, please.
will, dass du diesen Text in der Mitte übersetzt. Kann er nicht. Okay, gut, dann. Ja, cool, meine Cam ist im Weg. Dinge, die ich nicht bedacht habe. So. Okay, das kann ich nicht übersetzen. Das würde halt einfach bestätigen sein. Wir haben die Schlacht gewonnen. Scheiß drauf, so. Wir haben irgendwie eine Nuka-Cola bekommen. Nehme ich mal an. Zollabfertigung abgeschlossen. 5 Nuka-Cola haben wir bekommen. Also er ist 4 von 4. Erforschte Räume. 4 von 4. Und das sind wahrscheinlich die Gegner. Besiege den Feind, ja. Oh mein Gott, das sind 2 Optionen. Verdammt. Der Tooltip ist im Weg. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Oh Gott, was mache ich denn? Oh, das ist eine gute Idee. Okay. Ich zeige euch meinen wunderschönen aufgeräumten Desktop. So, das Wort heißt Daten bekämpfen. Und das heißt, ich weiß es nicht. Wieso sollen wir die Daten bekämpfen? Ja, ich habe keine Ahnung, was das andere bedeutet. Lasst uns Glücksspiel spielen. Ach, die Daten anzeigen, alles klar. Schaden ausgeteilt, Schaden bekommen, Heilung. Ja, das sind die das hier ist Daten anzeigen und das, was ihr nicht sehen könnt, weil es hinter mir ist, ist wahrscheinlich bestätigen. Nehme ich jetzt mal stark an. So. Ich muss sagen, dass der Kampf gerade einige Nervenkitzel hatte. Zum Glück, dass ich habe diese Situation erwartet. Dann werde ich erzählen, wie trainierst du deine Rekruten und verbesserst ihre Kampffähigkeiten. Wir werden uns in Zukunft noch größeren Herausforderungen stellen. Aber bevor ich mit dem Training beginne, werde ich dir eine Kopie geben. Liste der Aufgaben. Ich glaube, diese Liste wird sie mehr Planung machen, vervollständige das Trainingsziel. Okay, starte Missionssystem. Keine Ahnung, was sie gesagt hat. Okay. Ah, wir haben Aufgaben und für diese Aufgaben bekommen wir Lunchboxen. Wie gehabt. Sehen Sie Ihre Mission an und bauen Sie einen Kampftrainingsraum. Damit können wir die Kämpfer ausbilden und lassen sie stärker werden und mächtiger. Okay, was haben wir denn hier? Was ist der ganze Schnösel? Was ist das hier oben alles? Prolog. Ich wurde vom Management Computer ausgewählt und zum Supervisor-Kandidaten ernannt. Ah, wollte auch sehr. Dies ist ein großer Ruhm und eine große Verantwortung, aber offensichtlich ist jemand nicht glücklich darüber. Ich beschuldige mich sogar für alles. Ich bin nicht glücklich darüber, ich beschuldige mich selber. So, das im grünen Feld. Was soll das so bedeuten? Vorbereitung auf das Training. Das heißt, das hier ist der Prolog. Es gibt ja tatsächlich eine fette Story. Was ist denn los? Und jemand mag es nicht, dass ich zum Aufseher erwählt wurde. Bauen Sie einen Kampftrainingsraum. 1. 0 von 1. Die gemeine Jenny. Wer könnte das sein? Wer könnte denn böse auf mich sein, dass ich Aufseher geworden bin? Etwa die gemeine Jenny? Die gemeine Jenny wird auf jeden Fall einen großen Unterschied zu unserer aktuellen Trainingssituation machen. Beschwerde. Also brauchen wir einen Kampftrainingsraum für die Bewohner. Schulung. Alles klar. Dann bauen wir einen Kampftrainingsraum. Das ist aber ein großer Raum. Das ist gleich 2 Felder groß. Da beschleunige ich halt. So. Abschließen. Und wenn ich 4 Missionen gemacht habe, kriege ich eine Lunchbox.
So, gemeine Jenny. Was ist jetzt los? Der Kampftrainingsraum ist bereit für das Training. Ich pack die jetzt einfach mal rein. Was zum Teufel? Was ist das für eine Mechanik hier? Es kostet Essen? Beachten Sie, dass es beim Training um den Verzehr von Lebensmitteln geht. Das heißt, wir fressen uns stark. Okay. Also jedes Zuhause für die Ausbildung der Menschen müssen wir Anweisungen für die Ausbildung geben. Okay. Das heißt, wir brauchen 10 Essen und steigen dafür ein Level auf. Wir haben 20. Ja, beschleunigen wir. Ist doch ganz klar. Ein Bewohner hat eine Ausbildung absolviert und ist auch ausgeschieden. Verzehrtes Essen. Das heißt, er hat gegessen, gekackt und ist dann stärker geworden. Alles klar. So mache ich das auch immer zu Hause. Nach dem Kacken geht es mir immer gut und dann bin ich ein Level aufgestiegen. Komme ich mal raus. Hey Schatzi, ich bin ein Level aufgestiegen. Das muss ich mal machen. Das wird sie sowieso nicht begreifen, weil sie ja nicht weiß, was hier abgeht. Das wäre aber trotzdem lustig. Schauen Sie sich unsere aktuellen Lebensmittelvorräte an. Wirklich. Zu traurig. Elend. Wenn es nicht genug zu essen gibt, kann es nicht weitergehen. Ja. Wir brauchen Essen für die Weiterbildung. Das heißt, es geht hier wirklich tatsächlich nur um PvP anscheinend. Also es wird das Ganze darauf hinauslaufen. Ich weiß nicht, ob man ins Ödland kann oder so. Müssen wir alles gucken. Deshalb brauchen wir jetzt noch Lebensmittel. Öffne Konstruktion, eine Liste erstellen, ein Restaurant auswählen. Das heißt, wir bauen ein Restaurant. Zack. Und zwar genau dahin, weil ich das da genau haben möchte. Unbedingt. Yay, Stufe 3. Ich meine Niveau 3. Tut mir leid, also wir sind hier in gehobener Klasse. Klasse. Ich wollte zuerst Knasse sagen. Hab dann drüber nachgedacht, ob Knasse überhaupt ein Wort ist. Das Restaurant ist fertig. Wir werden eine gute Küche arrangieren. Die Bewohner gehen zur Arbeit. Sie müssen jedoch ein wenig beherrschen. Erweitere Managementmethoden. Einfache und effizientere Bewohner. Managementmethode. Ich fühle mich gerade, als würde mir jemand was verkaufen. Oh. Da, hier kommt das Laggen ins Spiel. Ah. Das heißt, wenn wir einen hin und her ziehen. Na ja, gut. Ist halt so. Das ist aber auch der einzige Moment, wo es laggt. So. Das Restaurant arbeitet jetzt. Aber sie sind nicht glücklich. Denken Sie zu früh darüber nach, wie viel Essen wir noch haben. Fürchte ich, es reicht nicht aus, eine Maus zu trainieren. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, genug Essen zu haben. Und tatsächlich passt in einen Raum nur einer rein. Das finde ich faszinierend. Das heißt aber auch vermutlich, dass wir weniger Vault-Bewohner kriegen können, ne? Wählen Sie also das Restaurant aus und erteilen Sie einen Beschleunigungsbefehl. Du bist sehr schnell. Es wird die Notwendigkeit angemessener Nahrungsreserven verstehen. Wenn ich nur verstehen würde, was sie von mir will. Na komm. Ja, für den westlichen Markt, ich kann verstehen, dass es für den westlichen Markt nicht ganz geeignet ist, weil es alles, es ist irgendwie simpler, aber doch, es ist komplizierter, aber doch simpel geworden. Es ist so einfach so, schwer zu erklären. Ich habe das Gefühl, dass, bei den Chinesen alles so konzipiert ist, dass das mehr suchterregend ist. Okay, das Essen ist genug. Lasst uns jetzt weiter trainieren, Bewohner. Darf ich endlich normal agieren? Ach. Ich will nur endlich spielen. Lass mich mein Tierheim führen. Optimistisch, wenn wir genug zu essen haben, sind wir mehrstufige Trainingsbefehle, können gleichzeitig eingeleitet werden. Wir fragen mal Yahoo, was das bedeutet. Wenn wir genug zu essen haben, Sie können einen einmaligen mehrstufigen Trainingsbefehl initiieren. Es hört sich schon komplett anders an.
Na gut, wenn wir genug zu essen haben, können wir Level aufsteigen. Beschleunigen! Wir haben eine Aufgabe erfüllt. Ich brauche gar nicht wissen, was das für eine Aufgabe war. Nuka-Cola Quantum. Was ist das für ein Zeug? Wo kriegen wir das her? So. Großartig. Ich kann fühlen, dass Chia stärker ist als zuvor. Ich glaube, das ist der Name. Einige. Dieses Wort. Was macht es da drin? Dieses. Jenny hat. Die gemeine Jenny hat ein Tourette-Syndrom. Kommen Sie. Lassen Sie uns. Sie veranlassen, zum Tor zu gehen und die Schlacht zu beenden. Bucket-Bereitstellung. Wir können sie rausschicken. Ich würde es ja gern tun. Oder soll sie das Tor bewachen? Ja, ich will doch! 277. So. Ich möchte endlich meinen Strom und mein Essen einsammeln. Aber ich glaube, wir sind gleich durch. Komm schon, es ist Zeit, die Trainingsergebnisse zu testen. Fange an, das nächste Monsternest zu säubern. Oh, ich dachte, ich kann raus. 5 Pillen. Ich glaube, man kriegt eine gewisse Anzahl an Pillen pro Tag. Gucken wir mal, wie wir das machen mit der Aufnahme. Okay, let's go! Ich bin ganz gespannt, was es alles in diesem Spiel noch gibt. Gehen wir erstmal hier hin. Ein Meierlurk-König und ein Meierlurk. Hui, kritischer. Okay, den töten wir am besten mit der Pistole. Und den dann mit der Spezialfähigkeit. Ich bin Profi. Wer ist das Größte? Ich bin's. Na, ja, gucken wir uns mal an. Ja, sie hat natürlich den kompletten Damage gemacht und den kompletten Damage kassiert. Deswegen sind die Prozentanzeigen, das kann man sich schon denken. Wenn hier mehrere Leute sind, kannst du sehen, wie viel Prozent wer einsteckt, um höchstwahrscheinlich noch einen Tank mit reinzutun. Dass der Tank quasi ganz, ganz viel Leben abzapft. Aber bisher gefällt mir das. Doch. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze noch weiterlaufen wird, ob wir wirklich 5 Folgen pro Woche machen können. Ach, wo müssten wir eigentlich? Ich kann ja auch mehrmals aufnehmen. Es müsste eigentlich funktionieren. Was hast du uns zu sagen, gemeine Jenny? Hey, das Versteck des zweiten Monsters ist geräumt. Derzeit. Nun, deine Leistung ist nicht schlecht. Derzeit heißt das, die können wiederkommen. Was sagt denn Yahoo dazu? Oh, das zweite Monsternest ist auch geräumt. Für den Moment. Nun, ihre Leistung ist nicht schlecht. Tatsächlich, nur, das steht für den Moment. Das heißt, es kann jederzeit passieren, dass irgendwas wiederkommt, ja? Ich weiß nicht, Yahoo macht doch eigentlich einen guten Job. Der Rest gehen sie zur Der Rest geht zur Aufgabenliste. Habe ich schon beurteilt. Die letzte wichtige Sache, aufgeführt in der Liste von Renu. Es ist... Was zum Teufel laberst du da? Der Rest, gehen Sie zur Aufgabenliste. Ich habe bereits überprüft. Eine letzte wichtige Sache für Sie ist, auf der Reno-Liste zu stehen. Das ist es. Das ist die Reno-Liste. Das ist die To-Do-Liste. Alter, ich sollte da draufklicken. Laber doch nicht. Ich hab doch draufgeklickt. Sei nicht gemein zu mir. Nicht schimpfen. Wenn Sie den Anforderungen der Aufgabenliste folgen können, ist das Assessment-Training, Trainingsplan abgeschlossen. Auch wenn Sie sich qualifizieren. Wenn Sie die Anforderungen der Aufgabenliste befolgen können, der Trainingsplan ist abgeschlossen. Auch wenn Sie qualifiziert sind. Kann ich jetzt spielen? Oh, ich kann spielen. Oh, wir können das Spiel jetzt endlich erkunden. Ich habe keinen Timer gestartet. Ich bin Profi. Also. Ich guck mal ganz kurz, wie lange die Aufnahme schon ist. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, 20 Minuten, wir sind durch. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Und dann... Ich glaube, dann können wir endlich unsere Bewohner... Dann können wir selber spielen. Dann können wir erstmal uns komplett umsehen.
die mich Harting kennenlernen. Das Gute ist, auf unserem Hauptbildschirm, was wir hier sehen, wo wir die meiste Zeit verbringen, keine Schrift. Das heißt, wir können eigentlich ganz normal spielen. Das klingt doch schon mal gut. Ja, Freunde, bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao!